meine lieben Freunde, hier am Sonntag mit WWE 2K15. Wir haben, mal sehen, was wir haben. Mal sehen, haben wir irgendwas? Nein, ist auch Quatsch. Nee, muss ganz ehrlich sagen, Vicky, finde es gut, dass wir diese Woche nichts auf dem Plan haben. Dachte, ich müsste jetzt am Sonntag arbeiten. Habe ich eh keine Lust drauf. Von dem her, das ist echt super, Vicky. Das ist echt super. Wir nehmen, ein Dark Match gegen Rusev oder ein Vorbereitungsmatch gegen Cody Rhodes. Und ja, ganz klar, wir nehmen das Vorbereitungsmatch, denn wir wollen mehr Fans, wir wollen mehr Follower auf Twitter, damit wir recht schnell vom Main Event mal nach oben gepusht werden. Denn wenn da unten schon keine Storylines passieren, dann bitte so schnell wie möglich nach oben. Ich werde jetzt auch gar nicht versuchen, aus diesem Match irgendwie was Besonderes rauszuholen, sondern werde einfach, ach guck mal, zack, Belly to Belly vorbei. Das wäre ja auch zu schön gewesen. Boah, was? Okay, diesen Dropkick haben wir noch nie gemacht. Oha, der war nice. Der war nice, kann man mal machen. Jetzt gibt es ja auch endlich mal wieder Chain Wrestling. Ich habe mich jetzt entschieden, dieses Match hier recht kurz und knackig zu halten, aus dem einfachen Grund, damit wir zwei Matches in dieser Folge machen können, damit wir mal langsam aber wirklich ein bisschen hier zu Potte kommen. Ich meine, das ist Part 38, glaube ich, und so langsam dürfte mal hier echt ein bisschen was passieren, meines Erachtens, denn davon sieht man ja im Moment wirklich noch nicht viel. Okay. Na, ja, wenigstens eine schöne, technisch hochwertige Phase zu Beginn. Das gefällt mir sehr. Aber dann reicht's auch wieder mal, Herr Rhodes, ne? Genau. So, Weapon. Und dann knallen wir zusammen. Das ist nämlich der krasseste Trick von allen. Ja, einfach zusammenkrachen, der ist richtig übel. Er ist mittlerweile in der WWE verboten worden, ja. Weil er zu gefährlich ist, deswegen sieht man den kaum. Aber kann ich natürlich vollkommen nachvollziehen. Nö. Oh Mann. Nö, Rhodes, so nicht. Dafür gibt es jetzt erstmal einen brutalen Suplex. Hier auf den Hallenboden. Und ja, wir catchen jetzt mal so, wie sie das gehört, nämlich in front of the man. Ey, dem habe ich meine Brille nach dem Entrance gegeben da. Bam ins Gesicht. Nochmal! Und nochmal! Jawohl! Sehr gut! So, boah, jetzt ist er erstmal draußen ein bisschen Action. Da gibt es den Shoulder Breaker! Schau mal, die haben Bock, die stehen auf, die sind on fire. Dieses kleine Rey Mysterio-Kind in der zweiten Reihe ignorieren wir jetzt mal. Und da gibt es ein Belly to Belly gegen den Apron. Eieieiei. Ja. Wir brechen den Count. Ja, nix, ey. Junge, ich hab aufgebrochen. Du musst von vorne anfangen. Brava, Schiri. Bam, ja, wir machen alles jetzt hier draußen. Denn das ist nämlich richtig gefährlich. Oh! Cody Rhodes kommt das. Dann komm doch mal hier rein. Wow, 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 was hat er vor? Was hat er vor? Oh, stopp, 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 stopp! Nein, nein. Au! Holy shit! Au! Oh. Alter, das war eine Arschbombe. Das war kein Legdrop. Der ist ja mit dem Arsch voll ins Gesicht. Vintage Ric Flair oder was? Ne, Alter, der ist mir voll mit dem Arsch aufs Gesicht. Nase gebrochen durch Arschplatscher oder was? Finde ich nicht okay. Dafür gibt es erstmal einen German Suplex. Ne, das ist ein bisschen too much. So, komm, Cody. Du hast deine 5 Seconds of Fame gehabt. So, normalerweise würde ich das Match jetzt beenden. Aber wir sind ja clever. Wir wissen ja, dass das Spiel uns nur Follower gibt, wenn wir auch das komplette Paket quasi zeigen. Und das komplette Paket ist natürlich unter anderem unser Finisher. Come on. Ja. Oh, da gibt's ihn, den Sunday Brainbuster! Nach dem Move bist du aber auch immer erschöpft, eigentlich. One, two, three!
Ich sag ja, ich mach schnell einen Prozess mit Cody Rhodes, damit wir zwei Matches hier in diese Folge packen können. Cody Rhodes ist nun auch wirklich kein Gegner für uns. Es ist auch definitiv keine Show, wo wir irgendwas Spezielles machen müssen. Anhand dieser Siegerpose sehe ich, dass es keine weiteren Cutscenes gibt. Ne? Ich glaube, es gibt auch keine Cutscenes, wenn nichts auf dem Spiel steht oder so. Glaube ich. Ja, unglaubliches Match. Follower 136.000 mittlerweile. Kümmert euch auf Twitter. Ich will die Zahl auch so langsam machen. Wie viel fehlen da? Wie viel braucht man? 200.000 wahrscheinlich. Boah, dann zieht sich das ja noch ewig. Mal schauen, wie die Leiste ist. Ah, nee, okay, dann wahrscheinlich 150. Ach, das geht ja eigentlich. Ja, komm, dann zack, Gas geben. Ja, wieder nichts auf dem Plan, perfekt. Vorbereitungsmatch gegen Sheamus. Eine Woche voller, zwei Wochen voller nichts. Perfekt. Schöner könnte ich mir meinen Arbeitssonntag ja kaum vorstellen. Na gut, Hauptsache, ich schau mal, dass wir hier auch irgendwie... Schau mal, wie gelangweilt ich schon da bin. Oh, Sonntagnachmittag, weißt du, wieder irgendwas aufnehmen, wieder catchen hier. Für Felix, für ein paar neue Follower, für ein paar neue Likes. Das ist nicht der Sonntag, den wir uns vorgestellt haben, oder? Yes! Schön zu Boden gebracht. Aber Sheamus ist natürlich schon ein starker Bursch. Der Celtic Warrior. Haben wir gegen Sheamus schon mal gekämpft? Weiß ich gerade gar nicht. Ist auf jeden Fall mal ein etwas interessanterer Gegner als diese ganze Bagage, gegen die wir schon die ganze Zeit catchen. Struggling for control. Ja, struggling, das ist mein Motto. Perfekt. Gar keine Chance für den Gegner. Er fällt auf, dass diese Dudes mit ihren Sonnenbrillen nicht mehr da sind, das Rey Mysterio-Kind auch nicht. Gibt dann doch ab und an wohl mal neue Zuschauer. Nicht immer die Alter gefühlt übers erste Seil gesuplext. Das wäre mal eine böse Elimination im Royal Rumble. Schöner German Suplex übers oberste Seil. Kann man mal machen. So, Sheamus. Ja, okay. So, das. Ah, an den Haaren herbeigezogen. Nö, der hat an den Haaren herbeigezogen. Das finde ich nicht okay. Ach was, guck mal, sind da keine Ladies? Doch, natürlich. Das war die zweite Reihe. Ich wollte sagen, ey, das ist ein Typ mit der Cappy, aber ja. Leider zweite Reihe. Die erste Reihe unten ändert sich aber tatsächlich gefühlt nie. Das sind immer diese Drecksplagen. Schlimm. Weißt du? Jetzt mal ehrlich. Pass mal auf. Guck mal, ich mach den jetzt mal wieder ein bisschen Angst. Ey! Ja, guck mal, hä? Weißt du, Sexismus, nein, nein, aber dann sitzen da lauter 12-jährige Minirock! Ist okay, 2K! Wir haben es verstanden! So, Jump Suplex vor den Augen der Kinder an! Jawoll! Wolf, mach mal Blut an! Das geht nicht! Spiel ist scheiße! Boom, ins Gesicht! Naja, das Spiel ist nicht scheiße, aber es ist dumm, dass es kein Blut gibt im Spiel. Also nicht zu wissen, wie Terror ist. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Ne? Jetzt hör auf, so schnell zu zählen, Mann. Wir haben hier noch was zu tun. Ja, jawohl. Sheamus zu rechts stiffen. Nice. So, Ref. Ist gut jetzt. Nix 8. Und BOOM! Hier, vergiss dein Bicycle, dein Bro-Kick. Hier. Single Leg Kick! Boom! Alter, jetzt wird hier. Der Wolf ist übelst heiß, er ist quasi richtig sauer. Ja, erstmal ein Selfie, wa? Oh, selber jetzt ein German Suplex hier auf dem halben Boden kassiert. Nicht so geil. So, wir gehen da jetzt rein. Ja, Sheamus ist natürlich am Drücker. Aber dann zu langsam. Komm. Ach so. Ach so. Was da? Au. Was hatte er denn vor? Zum Teufel. Okay. Comeback und Sheamus hat Interesse. Oh oh. Oh oh. Powerbomb.
Nein! Gekontert in einen Facebuster! Holy shit! Und damit ist das ganze Momentum von Sheamus. Oh! Schaukhaft, der ist ein Suplex auf den Hallenboden. Das ganze Momentum einfach zerstört. Holy shit. Oh, launch back into the ring. A night that will forever be remembered in WWE history was when Sheamus defeated John Cena at the 2009 TLC pay-per-view to win his first WWE championship. I think it was viewed somewhat as an upset only because of how dominating a champion Cena had been. But Sheamus sure made history that night in San Antonio, Texas. Versteht es gerade richtig? Du redest während meines Matches über John Cena? Bist du Grenz zu Big King? Soll ich mal rumkommen? Alter! Und Wolf, du bist voll kacke in dem Spiel. Ja, deswegen fertige ich dich auch voll ab. Schnauze halten. Wo ist meine Brille? So macht man da. Hier. Easy. So, Brokebuster oder was? Jawoll. Machen wir gleich noch einen Blockbuster draus. Yes, das wollte ich hören. So, ich hoffe, es gibt ein paar neue Follower. Ich meine jetzt natürlich auf meinem Twitter-Account, nicht da, ist klar. Nein, komm, gib mir Follower, lass mich aufsteigen, damit hier Klassiker, mindestens, 145.000. Mal sehen, ich glaube 145.000 braucht man für einen Aufstieg, oder? Aber dann haben wir auf jeden Fall in dem Part jetzt einiges an neuen Followern dazu bekommen, sodass wir bald endlich mal nach oben kommen. Müsste eigentlich. Ja, ich gehe mal schwer davon aus, dass 30.000 noch fehlen. 145.000 jetzt. Es zieht sich. Naja, Folge geht nur 12 Minuten. Es waren zwei Matches. Schon mal Matches. Was wollt ihr denn noch? Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Und bis morgen. Ich denke, ich krieg's hin.